Vorletter ist heute zu Gast in Langeneck bei Bürgermeister Georg Moosbrucker. Herr Bürgermeister, im September hat ein großes Fest hier in der Gemeinde stattgefunden mit über 1000 Delegierten aus ganz Europa. Vor was für Herausforderungen steht man denn bei einem Fest dieser Größenordnung? Ja, es ist nicht ganz einfach zu bewältigen, das kann man sich vorstellen. Es ist einmal die Vielsprachigkeit zu bewältigen, dann natürlich die Verschiedenartigkeit der Ansprüche. Auf der anderen Seite ist natürlich eine ganz schöne Sache, wenn man so viel verschiedene Kulturen hier in der Gemeinde zu Gast haben kann. Das war für uns alle sehr beeindruckend. Aber der Vorlauf dazu, der hat es natürlich schon in sich gehabt. Über 1,5 Jahre hinüber haben wir geplant an die 50 Sitzungen und hat natürlich einiges an Energien gebraucht, um das Ganze so über die Bühne gehen zu lassen, wie es dann wirklich gekommen ist. Das Pflegeheim hier in der Gemeinde ist sanierungsbedürftig. Was genau muss denn gemacht werden und wie weit sind Sie mit der Umsetzung? Es ist einfach bautechnisch nicht mehr in dem Zustand, in dem so ein Heim für alte Menschen sein sollte. Außerdem ist auch zusätzlicher Platzbedarf heute erforderlich. Es wurde ursprünglich als Altersheim gebaut für ältere Menschen, aber ohne viel Pflegebedarf, mittlerweile als Pflegeheim, entspricht das Thema einfach nicht mehr. Daher werden wir daneben ein etwas größeres Heim bauen, nach den neuesten Anforderungen, die an so ein Heim gestellt werden. Wie weit sind wir derzeit? Es ist so, dass wir noch vorbereitende Gespräche führen. Es geht immer noch um die Finanzierung. Wer wird der Richter sein? Wer wird der Betreiber sein? Und zu welchen Konditionen wird sich das Ganze dann abspielen? Wir hoffen, dass wir in den nächsten 1-2 Monaten hier Entscheidungen treffen können und dann soll es ganz intensiv mit den Planungsarbeiten beginnen. Ein weiteres wichtiges Projekt ist die Dorfsaalsanierung. Wie ist denn hier der Diskussionsstand? Der Dorfsaal muss saniert werden. Es ist auch hier Platzbedarf, aber auch die Infrastruktur, die entspricht einfach nicht mehr dem heutigen Stand. Auch thermisch ist er in einem schlechten Zustand. Im Winter sind Veranstaltungen kaum mehr durchzuführen, weil wir so einen großen Raum kaum erheizen können. Es ist aber nicht getrennt zu sehen von unserem Pflegeheim. Die Kapelle, die neben dem Dorfsaal situiert ist, die wird dann im neuen Pflegeheim errichtet werden und dadurch entsteht dann zusätzlicher Platz. Aber wir müssen eben diese Entscheidung bezüglich Pflegeheimneubau abwarten und dann erst werden wir dann auch intensiv mit den Sanierungsplanungen für den Dorfsaal beginnen können. Langeneck ist eine Pilotgemeinde bei dem Projekt Familie Plus. Was genau haben Sie denn getan für die Familien hier im Ort? Ja, grundsätzlich muss einmal gesagt werden, dass es einfach wichtig ist, dass man darauf achtet, dass Familien hier eine entsprechende Lebensqualität vorfinden. Sie brauchen einfach Angebote, damit sie sich hier wohlfühlen. Nur mit gesunder Luft und wenig Lärm ist es eigentlich noch nicht abgetan. Und dieser Prozess bei Familie Plus, der muss natürlich über einen längeren Zeitraum gesehen werden. Da darf man nicht denken, wir setzen 5 Maßnahmen um und dann ist eh schon alles Paletti, sondern man muss über Jahrzehnte hinüber wahrscheinlich das Ganze begleiten. Und da haben wir begonnen. Wir haben die Ist-Analyse gemacht, wo wir mal wissen, wo stehen wir jetzt. Jetzt wissen wir auch, wo Handlungsbedarf ist und werden das Schritt für Schritt weiterentwickeln. Wir werden im nächsten Jahr, so haben wir es zumindest einmal geplant, ein Familienforum einrichten, wo alle diejenigen, die sich für die Familie einsetzen in unserem Dorf, für die Angebote der Familien, die werden wir zusammennehmen und befragen, was aus ihrer Sicht die nächsten Schritte sein könnten, wo ist am meisten Handlungsbedarf gegeben. Das ist das eine. Das andere, was mich natürlich schon etwas stutzig macht, ist, wenn wir die neuesten Studien verfolgen und wissen, wohin die demografische Entwicklung geht, dann sehen wir erst recht, dass wir hier am Ball bleiben müssen. Wir wissen ja, dass in den nächsten 3-4 Jahrzehnten die Jugend in den Dörfern ungefähr um 1/4 abnehmen wird und zugleich werden aber die Senioren um circa 90% zunehmen. Und das stellt uns natürlich vor große Herausforderungen. Und in diesem Blickfeld müssen wir natürlich schon darauf achten, dass wir schon jetzt alle Entscheidungen auf Familienfreundlichkeit richtig abklopfen.